Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, was wohl der Sinn deines Lebens ist? Der Versuch, die Ketten der Ignoranz abzusprengen und eine höhere Form der Erkenntnis zu erlangen, klingt nach einem guten Ziel, oder? Glaubst du, all die Dinge, die deinen Alltag ausfüllen, geben dir eine Antwort auf diese Frage und erfüllen dein Inneres mit tiefer Zufriedenheit? Oder mühst du dich ab, Tag für Tag und weißt nicht einmal wozu? Na, es gibt solche und solche Tage. Vielleicht gibt es ja doch etwas Größeres, für das wir Menschen bestimmt sind. Ich weiß, das hat jetzt gerade mit dem Thema nicht wirklich viel zu tun, aber findet ihr es nicht cool, wenn Leute ihre Vorschläge einfach mal vortragen könnten, anstatt zu sprechen, als ob sie total wichtig wären und im Hintergrund spielen die Ökotrophologie-Studenten des 15. Semesters Bongo-Trommeln, damit das alles total alternativ und tiefgründig klingt. Man kann auch einfach so sagen, Alter, liest die Bibel. Beginnen wir mal beim Anfang der Geschichte. Bei Gott, dem Schöpfer des Universums, der am Anfang der Zeit Himmel und Erde erschuf. Ja, was das angeht, habe ich ein paar Fragen. Wie kann es eigentlich Tag und Nacht geben, bevor es Sonne und Mond gibt? Und wieso gab es Licht vor Sonne, Mond und Sternen? Und Entschuldigung, das ist ja jetzt gar keine Fragestunde, das ist pseudo-tiefsinniges Gebrabbel, damit du Leute überzeugen kannst. Entschuldigung, mach weiter. Vielfalt seiner wunderbaren Schöpfung erzählt uns von der Kraft und Herrlichkeit des Herrn. Die Schönheit der Natur trägt seine Handschrift. Es ist das Werk Gottes, in dem wir uns wiederfinden. Ist Hundescheiße, in die man ständig reintritt, auch ein Zeichen der Herrlichkeit Gottes oder wird das irgendwo anders runterkategorisiert? Seine Allmacht und seine Vollkommenheit sind der Ursprung und Grund aller Existenz. Erkennt ihr es denn nicht? Nö. Und als Krone der Schöpfung schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde. Heißt das, Gott hat Verdauung und eingewachsene Zehennägel? Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. So wie Krebs und Haarausfall und grauer Star und Brechdurchfall und... Und Gott liebte die Gemeinschaft mit den Menschen. Und nichts Trennendes war zwischen ihnen. Doch dann kam der Bruch. Ich weiß nicht, was der kausale Zusammenhang zwischen einem Donnergeräusch, dem Loslassen von Händen und dem Verlöschen einer Kerze ist, aber dieses Editing ist irgendwie seltsam, oder? Der Mensch hatte andere Pläne und ging seine eigenen Wege. Die Wege Gottes lehnte er ab und die Gemeinschaft war zerstört. Nur für die, die sich mit der Bibel nicht auskennen, mit der Mensch ging seine eigenen Wege, meint unser Erzähler hier, Menschen haben ein Gesetz gebrochen, bevor sie wussten, was gut und böse überhaupt ist. Also wäre das etwa so, als würde ein Vater seine Kinder rauswerfen, weil sie sich in die Windeln scheißen. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und es ist keiner gerecht, auch nicht einer, und niemand kann vor Gott bestehen. Diese Bibelzitate haben nichts mit dem Sündenfall zu tun. Die Schuld, die uns von Gott trennt, ist vielschichtig. Ob Streit, Zorn, Hass, Lüge, Gewalt und Krieg. Jede Sünde trennt uns von dem heiligen, vollkommen reinen und gerechten Gott, der keine Sünde dulden kann, da in ihm nichts Falsches ist. Arschloch, hast du die Bibel gelesen? Gott nimmt Menschenopfer an, verlangt nach Tieropfern, ruft zu Krieg und Völkermord auf, erlaubt den jüdischen Soldaten, sich Sklavinnen zu nehmen aus den Gebieten, die sie erobern, und hat Gott weiß was sonst noch auf dem Kerbholz. Am liebsten mag ich ja die Stelle, wo er zwei Bären schickt, um 42 verfickte Kinder zu töten, weil sie einen seiner Propheten glatzköpfig genannt haben. Du sagst ernsthaft, dass das die Verkörperung allen Guten und Unschuldigen ist. Was für ein Stoff nimmst du, Digger?
Und so bleibt die Menschheit gefangen in ihrer Schuld und bezahlt diese mit dem Tod. Nein. Mit dem Tod bezahlen wir für die Ursünde, also dafür, dass Eva einen Apfel gegessen hat. Ein Apfel, den Gott genau vor ihre Nase gepackt hat. Anstatt, ich weiß auch nicht, irgendwo außerhalb von Eden. Doch wer hat eine Lösung für das Problem? Keine Ahnung, die Power Ranger? Wie kann der Mensch wieder gerecht vor Gott erscheinen? Wie kann der Mensch gerecht vor diesem Wesen erscheinen, das ohne zu zwinkern Städte zerstört und die ganze Welt überflutet? Oh mein Gott, wie nur? Wer hat den Schlüssel, um die Menschheit zu befreien? Mal sehen. Öffnen ist ein Stufe 0 Zauber bei Pathfinder, also würde ich sagen, entweder der Hexer oder der Magier. Gott selbst hält die Lösung für uns bereit. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also, um uns für die Sünde zu vergeben, dass irgend so eine Bitch mal einen Apfel gegessen hat, hat Gott einen Sohn gezeugt, der außerdem er selber ist, damit dieser Sohn sich opfert. Ich sag nicht, dass ich einen besseren Plan gehabt hätte, ich sag nur, dieser Plan ist unnötig kompliziert. Und so kam Jesus Christus, der Sohn Gottes, als Mensch auf die Erde. Er war wie wir, nur ohne Schuld. Sein Herz war voller Barmherzigkeit und Fürsorge. Und darum hat er im Tempel Leute angegriffen, sie beleidigt und ihr Zeug kaputtgeschlagen und später einen Busch verflucht. Er kam nur für uns. Er tat den Menschen Gutes, verkündete die frohe Botschaft und vollbrachte Wunder. Und obwohl das im Römischen Reich der größten Bürokratie aller Zeiten gemacht hat, steht sowas nirgendwo geschrieben, außer in der Bibel. Einige Menschen zu seiner Zeit erkannten, dass er der Sohn Gottes war. Sie folgten ihm nach. Und obwohl er Gott war, ließ er sich nicht von ihnen bedienen. Denn es war der Sinn seines Lebens, uns zu dienen. Keine Ahnung, warum du gerade über Mithras geredet hast, aber... Oh, Entschuldigung, du meinst Jesus, die billige Nachmache von Mithras. Bitte, red weiter. Aber nicht alle nahmen ihn an. Denn er hatte Feinde und selbst einer seiner engsten Freunde wurde zum Verräter. Okay, das habe ich bei Christen nie wirklich kapiert. Es war der komplette Sinn der Existenz von Jesus, für die Sünden der Welt zu sterben. Wieso seid ihr so angepisst über Judas? Judas ist in eurer Religion ein verfickter Held, weil er Jesus als Opfer gebracht hat. Ich habe keine Ahnung, wie man auf der einen Seite sagen kann, Gott kam als Mensch auf die Welt, um für die Sünden der Menschheit zu sterben, und auf der anderen Seite Judas scheiße finden kann. Und die Feindschaft gegen ihn führte zu seiner Verurteilung. Das Volk wollte diesen Menschen leiden sehen. Sie wollten ihn sterben sehen. Und Jesus ertrug seinen Leidensweg. Denn es war sein Weg. Und so trug er gehorsam das Kreuz. Denn es war seine Bestimmung. Wieso spielst du, Idiot, dann jetzt traurige Musik? Jesus muss sterben. Die Selbstopferung Christi ist der Hauptbaustein des Christentums. Darauf baut alles andere auf. Durch die Selbstopferung Christi werden die Sünden der Menschheit vergeben. Wieso tust du so, als ob der Verrat durch Judas und die Kreuzigung etwas Schlimmes wären? Er hielt den Schlüssel in der Hand, uns Menschen. Wir überspringen den Rest, okay? Und es wird der Tag kommen, an dem auch du vor Gott stehst. An dem du Rechenschaft ablegen musst über dein Leben. Heute kannst du dich entscheiden, auf welchem Weg du in die Ewigkeit gehen wirst. Wählst du den Weg, der dich zu Gott führt, ins ewige Leben? Oder gehst du deinen Lebensweg weiter ohne Gott und es erwartet dich eine ewige Trennung von ihm? Also bist du einer von den Christen, der sagt, Taten sind vollkommen scheißegal, es kommt nur auf Jesus an. Ich bin mir nicht sicher, dass ich im Himmel mit Hitler Poker spielen möchte. Am Ende spricht Gott ein Urteil über alle Menschen. Was für ein Urteil wird er über dich fällen? Ist das Problem deiner Schuld gelöst? Machte dein Leben Sinn in den Augen dessen, der dich erschaffen hat?
Bitte Gott heute um Vergebung deiner Schuld und vertraue ihm die Führung deines Lebens an. Also ist das Ganze einfach nur 8 Minuten von Pascals Wette. Mit Mongo-Trommeln und tiefer Batman-Stimme. Interessant. Der Blick zum Kreuz offenbart dir die wunderbare Liebe deines Schöpfers. Der Blick auf eines der schrecklichsten Folterinstrumente der Welt offenbart dir die Liebe eines massenmördernden verrückten Gottes, der seinen eigenen Sohn getötet hat, weil irgend so eine Bitch meinen Apfel gefressen hat. Der Tod seines Sohnes geschah allein aus Liebe zu dir, um dich zu erretten. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. So glaube dem Wort Gottes, denn sein Wort ist die Wahrheit. Obwohl es den Fakten widerspricht und kein Christ es jemals wirklich gelesen hat. Nun mache dich auf und folge Jesus nach, denn das ist der Sinn deines Lebens. Nehme dir diese höchstwahrscheinlich fiktive Figur zum Vorbild und vergolde dein Leben, indem du einem Dogma folgst, denn das ist die beste Art, dein Leben zu leben. Was für ein Haufen Scheiße. Wenn ihr euch fragt, warum ich heute ein wenig arschlöchiger als sonst war, ganz einfach, das hier ist ein Gefühlsvideo. Das heißt, in diesen 8 Minuten, die dein Leben verändern können, kriegst du keine Fakten zu hören, kriegst keine vernünftigen Gründe, keine Argumente, sondern einfach nur, guck dir das an, das ist so gefühlvoll. Du musst doch irgendetwas fühlen, oder? Ich weiß, wir haben keine Fakten, darum manipulieren wir dich auf deiner Gefühlsebene. Hör auf zu denken, lass einfach dein Herz sprechen. Hier ist ein Kätzchen, guck es dir an. Dieses Kätzchen würde Jesus total lieb haben. Und diese ganze andere dämliche Scheiße. Ich kann Idioten wie Pierre Vogel wenigstens noch auf einem gewissen Level respektieren, weil sie versuchen, das Ganze mit Fakten rüberzubringen. Oder zumindest, was sie für Fakten halten. Dieses Gefühlsgelaber, das ist manipulativ, inhaltslos und ich krieg davon einfach nur das Kotzen.